Grüß euch! Und Servus! Halli und Hallo bei einem neuen Plaudervideos von uns Wulpertingern. Basti, da haben wir viel aufgebaut. Was ist denn heute das Tagesthema? Wir haben heute als Tagesthema Aktivierungen im Tabletop-Bereich. Also wir wollten jetzt zuerst Aktivierungen machen und dann haben wir kurz überlegt, okay, nehmen wir jetzt Rollenspiele rein, nehmen wir Brettspiele rein, aber wir haben gesagt, nein, da öffnen wir ein zu großes Fass. Wir beschränken uns auf Tabletops. Tabletops gibt es irgendwie sander mehr. Das haben wir auch festgestellt in der Besprechung. Was gibt's denn alles? Ja? Dann haben wir jetzt auch grob versucht, verschiedene Themen, also verschiedene Gruppierungen von Aktivierungssystemen dazu zusammenzufassen. Und ja, da haben wir dann auch so also eine Restplatzbörse auch dann gehabt und schauen, so also nicht richtig einteilbare Systeme. Und ja, wir haben sehr viele GW-Systeme dabei, weil das ist einfach eines unserer Hauptsysteme, glaube ich. Ja, ist auch eine sehr prominente Firma, ne? Genau. Ja, und als kleine Anschauungsobjekte sind hier ein paar Erinnerungsfiguren, damit wir auch nichts übersehen. Dazu haben wir den Schummelzettel und es sind noch mehr, aber wir haben nicht vor allem jetzt Modelle bei der Hand. Ist schon so eine Frage, was ist jetzt Tabletop, was sind Aktivierungssysteme? Man könnte anfangen bei Schach, das ist jetzt wie viele Jahrhunderte alt, ja, schon lange drinnen. Ja. Ist ja auch ein Aktivierungssystem, mehr oder weniger ein Tabletop oder Brettspiel, ne, wie auch immer man es nehmen will. Was gibt's denn alles? Ja? Wir haben jetzt mal überlegt, wir fangen an mit dem dominierendsten System und da haben wir natürlich einen kleinen Hansel genommen, ja, ihn hier. Das ist Okay. So verwirrend, ja. Also wir haben hier diesen Ogboss auf seinem Raketenuntersatz, ja, und dieser kleine Wagboss erinnert uns, dass 40k das Thema ist, ja. Also, also das erste große Thema ist die Komplettaktivierung als Aktivierungssystem und da haben wir halt als prominentes System 40k dabei. Komplettaktivierung deshalb, bei 40k ist es ja so, man würfelt die Initiative aus, dann ist Spieler A mit seiner kompletten Aktivierung dran, das heißt Bewegung, Schussphase, zuerst noch Psi-Phase, Schussphase, ja. Nahkampfphase, dann ist Spieler B dran. Mit einer leichten Überschneidung, wenn du sowas hast wie die heroische Intervention und auch, dass halt dann die anderen hinhauen im Nahkampf. Genau, ja, oder Abwehrfeuer, es gibt ganz wenige Akzente. Genau, das sind Komplettaktivierung und genau, das ist als Aktivierungssystem meiner Meinung nach ein bisschen veraltetes System, weil fast alle anderen Systeme sind mit einem anderen Aktivierungssystem, das meistens dynamisch abläuft. Du meinst mit den neueren Spielsystemen vor allem, ne? Die neueren. 40k ist genauso neu und hat genauso ein altes Aktivierungssystem, also kann man jetzt nicht so sagen. Es ist aber die Frage, ob die neueste Edition, die ja doch eine Entschlackung war, 8. auf 9., also vor allem die 8. auf die 7. war ein Riesenbruch. Kann man eine Grundmechanik wie die alternierende Aktivierung da eigentlich auch mit über Bord schmeißen? Ich glaube, da verliert man halt wahrscheinlich sehr viele, weil die sind das halt seit 30 Jahren gewohnt, dass es auf die gleiche Weise abläuft und Änderung ist immer schlecht. Oh. Ja, man ist ja doch ein Gewohnheitstier irgendwo. Also es ist damals viel entschlackt worden. Wenn man sich an die 7. Edition erinnert, die waren graus, meiner Meinung nach. Ich möchte nie wieder zu der zurück. Die das war ganz böse, diese Formationen waren furchtbar. Die war zum Schmeißen. Die 8. war besser, die 9. ist noch besser, aber wie du gesagt hast... Aber die Grundmechanik blieb halt dieselbe. Ja, genau. Die hat sich nicht verändert. Diese Komplettaktivierung. Was ist denn jetzt das Hauptproblem von dem? Weil du hast schon gesagt, dir gefällt es nicht. Genau, der Alpha-Schlag ist immer so. Genau, oder? Bei mir ist das Problem, also mein persönliches Problem ist, bei der Komplettaktivierung, der Spieler, der den ersten Zug hat, hat halt meistens den Vorteil, wenn nicht genügend Gelände am Feld steht. Und selbst wenn genügend Gelände am Feld steht, ich hatte auch schon das Problem, ohne sichtlichen Kontakt zu den Aufstellungszonen, dass ich einfach mal 20-30% meiner Armee verloren habe und einfach noch nicht mal dran war und einfach nur mit 70% meiner Armee ins Spiel rein starte und dann einfach kein Leiberl mehr habe, weil einfach zu viel schon weggeschossen wurde. Und das ist ein bisschen auch der Grund, warum ich jetzt für mich 40k für mich nicht mehr interessant tituliert habe. Momentan. Schauen wir mal. Ja. Aber aktuell, also ist es ein bisschen ein Graus für mich, muss ich sagen. Jetzt ist es dann weil ich viele andere Systeme kenne. Es gibt so viele andere. Ja. Ich muss jetzt aber ein bisschen zur Ehrenrettung von 40k ausrücken, weil ich glaube, eine Sache, sie haben diese Problematik vielleicht schon erkannt, als sie die Edition gemacht haben, nämlich, dass du ja sehr viele Einheiten über Befehlspunkte in
die Reserve schicken kannst, die dann auch über die Seiten reinkommen können, also nicht irgendwo in der Aufstellungszone beginnen und sowieso nie bis Runde 5 irgendwo ankommen, wo sie relevant werden, womit sie dem Alpha-Schlag entzogen sind. Ja, also ich glaube, man erkennt das Problem, man hat damit versucht, ein etabliertes, gewohntes und damit irgendwie auch nicht veränderbares System anzupassen. Ja, ich muss jetzt vielleicht andererseits sagen, wenn ich 40k spiele, ich schicke wenige bis gar keine Einheiten in diese Reserve. Es kommt bei mir nicht zum Tragen. Ja. Ich kenne andere Spieler, die sagen sehr wohl, sie tun das. Der Franz hat erzählt, der hat jetzt einen, wie heißen diese riesen Kornmetzelmaschinen, diese großen, in Leoben, ja, die hatte er in Reserve geschickt, ja, um sie einem zu schützen. Vor dem Alpha-Schlag. Genau dafür. Und er hat gesagt, das geht ja. Und das ist natürlich richtig. Ja. Franz, schreib uns deine Meinung bitte dazu. Ja. Ich glaube, damit haben wir das etablierteste System. Und da würden wir uns auch sicherlich sehr freuen, wenn ihr was dazu schreibt. Wie ist denn da eure Meinung? Ist dieser Alpha-Schlag die große Schwäche von 40k? Kann man die mit diesem Reservesystem überbrücken? Und ja, wie schaut es denn eigentlich mit dieser Aktivierungsart in anderen Systemen aus? Was haben wir denn da noch? Ja, wir haben jetzt mal, machen wir uns jetzt mal die Komplettaktivierung fertig. Ja, genau. Ja. Was haben wir denn noch für Spielsysteme in der Komplettaktivierung? Da wäre jetzt? Kings of War. Kings of War. Jetzt haben wir etwas aus dem Fantasy-Bereich. Ja, du, der Mann, weil ich habe Kings of War nie gespielt. Gut, also Kings of War, man kennt es. Es ist ein von, ich glaube, Alessio Cavatore entwickeltes Spiel. Also der war auch mal in GW drinnen. Der ist, glaube ich, auch in der dritten Edition von Warhammer Fantasy Battles dabei gewesen. Also die gibt es ja nicht mehr. Und wie funktioniert es im Endeffekt? Ich habe Spieler A, ich habe Spieler B und es funktioniert so sehr, dass Spieler A eigentlich spielen könnte, Spieler B geht raus, kurz auf eine Jause und kommt wieder zurück, weil ich kann alles abhandeln, solange ich nur die Werte der anderen Einheit weiß. Der andere muss nicht einmal Schutzwürfe würfeln. Ja? Ich muss würfeln, wie oft treffe ich dich und verwunde ich dich und dann breche ich deine Einheit oder nicht und eventuell muss ich einen Wiederholungswurf machen. Da liegt die Eleganz in der einfachen Grundstruktur und meiner Meinung nach ist das überhaupt kein Schaden. Also da kann man das wunderbar machen und es ist als Turnierspiel auch sehr gut geeignet, weil man da wunderbar mit Schach spielen kann. Also das geht easy cheesy, was bei 40k auch geht, nur es ist herausfordernder. Da muss ich sagen, ich sehe überhaupt kein Problem in dieser, wie haben wir es genannt? Komplette Aktivierung. Ja. Da funktioniert das sehr gut. Ist eben auch ein klassisches Rank-and-File-System. Hast du hier das Problem des Alpha-Schlags eigentlich? Naja, du hast Armeen, die sind sehr schusslastig. Die hat man schon. Also ich spiele die Goblins, die können im Nahkampf zum Teil die normalen Goblins-Einheiten relativ wenig. Sind aber feige Hunde, deswegen kämpfen sie aus der Distanz. Da kann man natürlich mit Alpha-Schlag was machen. Aber auch da ist es durch kluges Terrain platzieren, und davon lebt das Spiel schon, und das musst du dich ja rundherum manövrieren, vermeidbar. Mhm. Weil es gibt einfach so ein Höhenstufensystem, das ist abstrahiert. Wenn eine Einheit dahinter steht, kann sie gar nicht gesehen werden. Mhm. Also ein paar gute Wälder oder ein paar Gebäude, nicht zu viele, aber schon. Mhm. Und ist vermeidbar. Mhm. Was auch im 40k gilt. Ja. Aber es gibt glaube ich, man strafe mich, wenn ich mich irre, aber selbst die indirekt schießenden Waffen wie ein Mörser oder ein Katapult in Kings of War muss die gegnerische Einheit sehen können. Sie kann nur den Deckungsbonus aufheben. Das heißt, habe ich keine Sichtlinie, kann ich nicht schießen, ist der Alpha-Schlag meiner Meinung nach entschärft. Das funktioniert auch gut. Das wären jetzt mal zwei große Systeme, die in diesem Bereich sind. Jetzt nehmen wir mal einen kleinen Cousin von 40k oder dann nehmen wir den großen apokalyptischen Cousin oder wie? Weil der ist in einem anderen System. Genau, der ist im anderen System. Erwartet. Damit kommen wir jetzt eben zur nächsten Variante Aktivierungssystem, die alternierende Gruppenaktivierung haben wir es jetzt genannt. Da ist, wie der Martin schon gemeint hat, Apokalypse zum Beispiel ein guter Vertreter. Ist leider irgendwie nie so wirklich in die Gänge gekommen bei uns. Wir haben es einmal gespielt, wir waren urbegeistert davon. Haben uns eine zweite Grundbox gekauft und die steht ungeöffnet rum. Was ist passiert? Ja, keine Ahnung, das war einfach irgendwie so Zeit. Weil aus der Freundesgruppe halt, wir sind halt 6 Leute gewesen und da einen gemeinsamen Termin zu finden, war halt schwierig und ja. Es lag aber nicht am Spielsystem. Nein, das Spielsystem ist extrem gut gewesen, weil hier eine Gruppenaktivierung stattfindet. Man kennt es, man hat die Armee zusammengestellt, ähnlich wie beim normalen 40k-System, in verschiedene Kontingente. Und man hat dann ein Kontingent aktiviert.
Das wurde komplett abgehandelt. Man hat mit ihm bewegt, man hat mit ihm geschossen, man hat mit ihm gekämpft. Das war fertig. Dann war der andere Spieler dran, hat ein Kontingent aktiviert, hat das alles gemacht, dann wieder oben und unten, immer abwechselnd Kontingent aktiviert. Die mussten auch immer in einer bestimmten Nähe zusammenbleiben. Und was ich auch sehr cool fand am System, es ist, ja, es gab verschiedene Phasen und die letzte Phase war die Aufräumphase, wo erst der Schaden zugeteilt abgehandelt wurde. Ja. Das heißt, auch eine Einheit, die eigentlich schon tot war, weil sie sehr viel Schaden bekommen hat, durfte noch aktivieren, durfte noch schießen, durfte noch kämpfen und erst am Ende wurden diese Rüstungswürfe abgehandelt und die Einheit war wahrscheinlich tot, aber sie konnte noch aktiviert werden. Und das war, fand ich, ein sehr cooles System, weil dann eben nicht das Problem war, okay, der wird mir einfach weggeschossen, ich kann es nicht mal aktivieren. Und dieses Problem wurde herausgenommen bei Apokalypse. Das war ein sehr cooles System. Der Alpha-Schlag war weg. Der Alpha-Schlag war weg, weil das Einzige, was man machen konnte, ist natürlich, wenn ich jetzt eine Einheit im Nahkampf binde, durfte die nicht mehr schießen, weil sie im Nahkampf war. Aber Apokalypse, das war eher nicht so das Problem, dass sehr viele Nahkämpfe waren, es wurde eher hauptsächlich geschossen. Fand ich ein sehr cooles System. Es hat, muss ich sagen, obwohl so viel am Feld steht, war das Problem nicht, dass es zu lange gedauert hat. Es hat jetzt vielleicht, ich sage einmal, ein Drittel länger gedauert als eine normale 40k-Partie. Obwohl halt viel, viel, viel mehr Punkte gespielt wurden. Wie war es denn mit dem taktischen Aspekt? Ist es ein Massenkuddelmuddel, wo alles einfach boom? Ja? Nein, weil du musst eine sehr viel engere Formation einhalten als im normalen 40k. Also ich glaube, das war nur ein halber Zoll Abstand statt den 2 Zoll. Mhm. Und die Einheit hat einfach Schadensmarker bekommen und je nachdem wie groß sie war, hat sie so und so viele Lebenspunkte quasi gehabt und das Einzelmodell war quasi wurscht. Ja. Also wenn es eine volle Einheit hatte, hat sie so und so viel Schuss, wenn es eine Hälfte Einheit, also wenn nur 5 Modelle waren, hat so und so viel Schuss gehabt. Also es war nicht aufs Modell runter skaliert, sondern auf die Einheit. Das fand ich sehr cool. Genau. Darf ich eine kurze Frage reinstellen? Wir haben es jetzt nicht hier vertreten, aber Epic 40k gibt es ja auch. Das skaliert quasi die Menge. Ja. Aber eigentlich ist das ja auch, dann da hat man so ein kleines Base, das ist quasi ein taktischer Trupp, oder? Und das ist ja auch alterniert. Ja. Du sammelst irgendwelche Marker, das klingt irgendwie verwandt. Habe ich nie gespielt, kann ich nicht. Aber ja, ich habe es immer wieder gesehen. Ich habe gehört, das ist nämlich ein verdammt cleveres Spiel, ja. Aber irgendwie ist das ausgestorben, oder? Titanicus ist gekommen in den Maßstab, jetzt relativ neu. Ja, Titanicus schon, aber das Epic, es gibt etliche Patreons, nämlich die produzieren 3D-Files für Epic. Also das dürfte zumindest gehen, weil sonst würde es diese Patreons nicht geben, ja. Wieder eine Frage an die Kommentare. Gibt es da wen in Österreich, der das spielt? Mhm. Oder mal die alte Version gespielt hat im Jahre Schnee? Ja? Ja. Bitte lasst es uns wissen. Ja? Auch wie läuft denn das? Ja? Genau. Wir suchen. Was haben wir denn noch bei der alternierenden Gruppenaktivierung? Was wollen wir nehmen als nächstes? Als nächstes System, nachdem wir Apokalypse abgehandelt haben, nehmen wir einfach mal Frostgrave, das jetzt eh sehr prominent und bei uns gespielt wird. Hallo Frosch. Genau. Da hat der Martin mich dazu verführt. Und ich bin ihm dankbar. Das war meine Ehre. es ist einfach schön. Es ist ein sehr schönes, stimmiges Spiel. Es ist ein lustiges Spiel. Es ist nicht frustrierend. Man wird nicht dafür belohnt, dass man den Gegner einfach niedermetzelt und niederschießt. Doch. Also da drinnen, dieses warme Gefühl. Ja, das warme Gefühl. Aber keine Erfahrungspunkte dafür. Das fand ich sehr schön. Es ist geländeintensiv, was mich besonders freut. Es ist einfach ein... Und auch so modellbautechnisch ist es einfach eine Freude, weil man einfach spielen kann, mit welchen Figuren man will. Ja, ist so schön frei. Ja, genau. Also ich kann halt, egal welche alles, Gelände, alles, was man haben kann, welche ist drin. Welche Figuren, Ideen ich mal je hatte oder sowas, kann ich da quasi bei Frostgrave verwirklichen. Azteken-Echsen, ich meine. Genau, ne? Ja. Find ich und auch, Amphibien, Entschuldigung, ja. Ja, Verzeihung. Und hier aber ist eben auch eine Gruppenaktivierung, weil es gibt eben diese Magierphase, es gibt die Lehrlingsphase und es gibt dann die, wie heißt die Soldaten? Handlangerphase. Das Noteln ins Gesindelphase. Ja. Genau. Also hier wird eben auch der Magier aktiviert, dann kann er bis zu 3 Figuren innerhalb von 3 Zoll zu sich wählen, die mit aktivieren. Die machen ihre 2 Aktionen jeweils. Mhm. Danach ist der Gegner dran mit seinem Magier und dem seinen Gefolge innerhalb von 3 Zoll. Dann ist wieder der Lehrling dran, genau dasselbe, 3 Zoll umkreis, maximal 3 Figuren, Gegner ist dran und dann ist der Rest dran mit den normalen Handlagern. Hat mir das Gefühl von einem Alpha-Schlag-Problem? Nein. Außerdem, du hast sowieso selten
direkte Sichtlinie, die Maximalreichweite. Wenn du das richtige Spielfeld machst, ne? Genau, die Maximalreichweite sind 24 Zoll. Wenn steht auf Sicht, dann geht es nur 24 Zoll. Ja, das ist einfach ein sehr cooles System. Und auch sehr einfach. Was mich auch gefreut hat, ist es nicht mit W6, sondern W20. Damit hast du einfach sehr viel Schwankungsbreite, ja. Was ich auch ziemlich cool fand. Naja, und jedes Würfel kann einen 20er würfeln, ne? Genau. Genau, bestimmt, ja. Also, dann hast du der kleinste Dieb kann den größten Helden abstechen. Und was ich auch ganz cool fand, war eben dieses, dass du diese Gegner hast, die einfach diese Zufallsgegner hast, die einfach noch zusätzlich im Spiel drin sind und ein bisschen Chaos reinbringen. Mhm. Finde ich auch ziemlich lustig. Ja, und jetzt gehen wir da nochmal kurz zur Aktivierung. Dieses System ist. Gibt es irgendwelche Nachteile daran? Wir wollen das ja jetzt unter die Lupe nehmen. Mir fällt gar nichts an. Ich überlege auch gerade. Mir fällt auch nichts an. Ja. Frostgrave, das perfekte Spiel. Also, wir sind große Fans, wir können es nicht verheimlichen. Ja. Aber bitteschön, ja, da tut sich einiges. Was haben wir denn noch dabei? Ja. Wir haben dann noch, da haben wir diese Escher-Dame hier, Necromunda. Necromunda ist vom Aktivierungssystem ähnlich. Es gibt halt den Bandenanführer, der kann zwei Leute mit aktivieren. Es gibt Champions, die können eine Person mit aktivieren. Und dann gibt es halt noch die restlichen Bandenmitglieder. Und hier wird ja auch immer abwechselnd Spieler durchlauft er bei seinen Phasen, also Bewegung und Schießen oder sowas. Und darf dann seine Aktion machen. Und genau, da ist auch zuerst, man startet mit dem Bandenanführer, nein, man startet nicht mit dem Bandenanführer, du kannst es aussuchen. Das will, ja. Genau, du kannst es aussuchen, wenn du aktiv bist. Du kannst genauso einen normalen Lobob-Typen nehmen und erst am Ende deine Chefin aktivieren. Das ist auch Teil der Planung, die man hineinbringt. Genau, in seine das fand ich auch sehr gebalanced, muss ich sagen. Außerdem hast du natürlich auch einen Haufen Gelände am Feld, im Idealfall natürlich. Und du hast selten klare Schusslinien, also das ist auch top. Also man kann jetzt klar eigentlich sagen, auch GW kann alternierend, wenn sie wollen. Sie und können, zwar hybridmäßig, ja, pass auf, durch und durch. Das 40k ist meiner Meinung nach eigentlich das Einzige, wo Komplettaktivierung ist. Ja? Diese ganzen, ich glaube, bei dem Fliegerspiel kenne ich mich nicht aus. Das ist die Aeronautica im Genau, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber die restlichen sind meistens mit einer alternierenden Aktivierung. Also ich weiß nicht, warum sie es nicht im Hauptsystem zusammenbringen. Ja. Man muss jetzt vielleicht noch was mal, wenn man kurz auf Frostgrave zurückgeht, das ist ja eigentlich der gute alte Erbe von... Mordheim. Mordheim. Ja. Die hatten sowas schon einmal früher. Es ist quasi Mordheim Light. Ja, so könnte man es nämlich sagen. Ja. Und das Necromunda war immer so halt die Sci-Fi-punkige Variante dazu. Ja. Warum es das Mordheim in der Form gar nicht mehr gibt, weiß ich nicht. Das haben sie das Feld eigentlich offen gelassen. Ich kann mir aber vorstellen, weil sie haben ja jetzt auch dieses Old World Zeug. Ich kann mir vorstellen. Warcry und sowas, oder? Nein, von GW Old World. Ja, da gibt es ja auch das Warcry, wo die Chaos-Kulte gegeneinander kämpfen. Ja, das ist dann echt auch so in die Richtung. Also sie haben da schon was, aber es ist nicht so prominent, wie einmal Mordheim nämlich war. Ich glaube, dass Mordheim zurückkommen wird, ehrlich gesagt. Aber das lassen wir uns überraschen. Ja. Ihr habt das hier gehört. Erfahrt es bei den Wulperdingern zuerst. Dann haben wir mal Necromunda fertig. Ja. Das war's eigentlich von unserem Repertoire an alternierenden Gruppenaktivierungen. Ja. Dann halten wir die echten alternierenden Systeme. Das sind dann halt dann wirklich die mit wenig Figuren meistens oder mit wenig Einheiten. Weil wenn es wirklich sehr viele Figuren am Feld stehen, kannst du nicht abwechselnd aktivieren, weil da bist du alt. Ja. Wenn du ein normales 40k spielst mit alternierend, wirklich Figur für Figur geht sich das Grot nicht aus. Grot. Genau, das geht sich nicht aus. Wobei, ich habe das auch schon mal testweise gespielt, mit quasi der Necromunda-Aktivierung 40k gespielt. Und es hat hast du aber mal als Heimregel. Es hat funktioniert und es war eigentlich recht cool und es war gebalanced. Ja, natürlich, aber zwar nicht dafür, natürlich nicht dafür gebaut, aber an sich hat es gut funktioniert, muss ich sagen. Aber wäre ein anderes Thema. Fangen wir in diesem Zusammenhang gleich mal mit Killteam an. Alternierend, Da haben wir nämlich darüber gesprochen. Die erste Variation von Killteam, die hatte das nämlich noch gar nicht so implementiert. Dann kam eine Errata oder ein Update dazu, da wurde es vollständig alterniert. Und jetzt gibt es ja relativ neu die neueste zweite Edition von Killteam und da man feststellt, es ist prinzipiell vollständig alterniert mit manchen Ausnahmen, zum Beispiel wer jetzt diese Soldaten von Krieg hat, wer einen 0815 Würstelsoldaten hat, der hat eine Gruppenaktivierung, der muss immer einen zweiten mit aktivieren. Da gibt es so einen Hordeneffekt. Das heißt, der erste wird vollständig aktiviert und ein zweiter auch noch und dann kommt erst die Reaktion.
Hat wohl aber eher damit zu tun, dass diese Einheiten eher schwächer sind. Ich glaube trotzdem ist es eher sehr alternierend. Ja? Man muss jetzt dazu sagen, dadurch, dass es sehr alternierend ist, ist es wahrscheinlich sehr ausbalanciert und es ist sicherlich das System, wo meiner Meinung nach Games Workshop am meisten darauf Rücksicht nimmt, dass es irgendwie turniertauglich ist. Mhm. Vielleicht ist dieses Alternierende wirklich so das, wo man sagen kann, am ehesten fürs Turnier, weil du niemanden von Haus aus köpfen kannst. Ja? Es ist mal da. Schauen wir mal, wie sich auch das Killteam natürlich entwickelt, weil momentan gibt es eigentlich sehr wenige fertige Fraktionen. Es gibt jetzt diese Soldaten vom Krieg, die Veteranen, die Ork-Kommandos von den Tau, deswegen haben wir ja einen Tau stehen, die Pathfinder und diese Warriors-Novizen. Genau. Ja. Vier ausgefeilte Fraktionen, alle anderen sind in so einem Vorab-Kompendium, damit es mal wenigstens spielbar ist. Das ist ja auch schon ein Vorteil, das hat nämlich dieses System nicht, kommt Berserker mit einem Leben, sage ich nur. Ja. Also, oder Chaos Prismarine mit einem Leben. Ja, genau, also da ist dieser Turniercharakter dahinter erkennbar. Was gibt es denn da noch? Jetzt nehmen wir mal was ganz anderes. Etwas, das man nicht so oft kennt. Das Batman Miniature Game von Night Games? Night Games, ja. Night Models. Hier haben wir auch ein alternierendes System, wirklich komplett alternierend. Figur für Figur wechselt man sich ab. Man hat auch nicht viele Figuren am Feld. Also so, wenn man eine Hordenarmee spielt, hat man vielleicht 10 Figuren am Feld. Sonst hat man halt, du kannst auch mit einer reinen Heldenliste spielen, hast halt 3-4 Figuren am Feld. Und hier ist wirklich auch Aktivierung einer Figur, die macht halt ihre Sachen durch und danach ist der Gegner dran. Da gibt es keine Unterscheidung zwischen Helden und quasi Handlanger, oder? Das gibt es nicht mehr. Genau, also es ist auch genauso abwechselnd und dadurch kannst du, wenn du mehr aktivierst, aber es gibt so Pass-Token. Also du hast quasi genauso viel Aktivierung wie der Gegner, kannst aber diesen Pass-Token quasi ausgeben, wie wenn du was aktivierst und der Gegner ist wieder dran. Okay. Also das heißt, es ist dann ausgeglichen, du hast nicht den Nachteil, wenn du nur 3 Figuren am Feld hast und der Gegner 10, dass du einfach so schnell viel schneller fertig bist als der Gegner, sondern du passt halt einfach zuerst und schaust mal, was er macht. Da kann ich jetzt aber auch noch einen Rückgriff auf das Killteam machen. Mhm. Wenn du weniger Einheiten hast, dann darfst du reaktiv schießen. Ah, okay. Ja, musst du aber in einem Offensivbefehl sein. Ja? Mhm. Also auch da wird versucht, die Balance zwischen Modellzahlen zu halten. Ja? Mhm. Ja. Aber das ist ein Bier- und Brezelspiel, oder? Ist ja, das ist ein Turnierspiel? Es ist kleinart kompetitiv? Nein, ich glaube nicht. Nein, also generell so Skirmisher, ich weiß nicht. Also naja, ich finde eher die schon, wenn man will. Der nicht, oder wie? Es gibt sicher Turniere auch im Battle-Bereich. Aber ich weiß nicht, also Batman vielleicht noch eher Frostgrave glaube ich nicht, nein, das glaube ich nicht. Aber es ist ja, es will ja das auch nicht sein. Also, nein, muss es auch nicht sein. Es ist nur die Frage, in welche Richtung entwickeln sich dann diese Spiele. Dann haben wir noch hier, also Batman fertig. Übrigens, Florian, Adrian, das war für dich. Ja. So. Dann haben wir hier noch Walking Dead. Da habe ich ja auch schon 2 Videos dazu gemacht. Hier ist auch ein alternierendes System, wo man Figur für Figur aktiviert, abwechselnd immer, wenn man gegeneinander spielt. Mhm. Es gibt noch diese Zombie-Phase, die einfach, je nachdem was man macht, laufen Zombies rum. Und da gibt es halt diese Endphase mit den Zombies. Finde ich auch ein sehr cooles System. Gibt es auch Turniere, ist leider bei uns im deutschsprachigen Bereich kaum gespielt, glaube ich. Also die amerikanische Gruppe ist groß, die französische Gruppe ist groß, aber sonst im deutschsprachigen Bereich. Ja. Würde sich aber verdienen eigentlich, oder? Ich finde es cool. System. Also ich finde es cool, weil es einfach sehr, sehr einfaches System ist. Es ist auch so ein Bier- und Brettelspiel, glaube ich. Was ich vor allem ganz cool finde, total sympathisch, du hast ein sehr kleines Feld. Ja, das haben wir gesehen jetzt. Ja. Das finde ich einfach, weil es eben wirklich so seine Brettspielgröße eigentlich nur hat, aber trotzdem ein Tabletop ist. Ja, aber es ist nicht so eine Materialschlacht. Du kannst es wirklich wohin mitnehmen. Genau, ja, du kannst es wohin mitnehmen, du kannst wirklich, keine Ahnung, du kannst es in eine größere Box vielleicht einpacken und kannst wirklich Gelände und deine Armeen mitnehmen und hast einfach, ja, es ist nicht so platzintensiv wie zum Beispiel jetzt 4DK oder sowas. Hm. Ist es einsteigerfreundlich? Es ist einsteigerfreundlich, würde ich sagen, ja. Also, Die Grundbox ist recht günstig, die Figuren-Packs, da sind wir glaube ich auch bei 15 Euro für so ein Figuren-Pack mit 2 Figuren. Also das passt schon ganz gut, muss ich sagen. Ja. Also The Walking Dead. Walking Dead, genau.
Da wird es auch demnächst wieder mal neue Videos von mir geben. Freut euch darauf. Ja. Was auch noch für mir gekommen ist, ist Song of Ice and Fire. Da habe ich hier den Wolf hier. Ein als Spiel, das eigentlich jetzt erst Furore gemacht hat, oder? Genau, das war ein Kickstarter und von Cool Media Nord. Und der, glaube ich, auch recht eingeschlagen ist, weil einfach Game of Thrones eingeschlagen ist. Genau, einfach sehr, sehr Popkultur-lastig ist. Und das ist ein System, da habe ich, glaube ich, eh schon mal mit dem Philipp drüber schwadroniert. Ist einfach ein sehr cooles System, weil du hier wirklich auch abwechselnde Aktivierung hast. Du hast Figuren am Feld, du hast Figuren, die quasi irgendwo ihre Intrigen spinnen. Es ist Rank and File, das ist ja schon fast genau, ein bisschen aussterben. Genau, es ist auch ein Rank and File, genau, ja. mit Front und Seite und Rücken, wo du Vorteile bekommst, wenn du da rein angreifst. Und ja, also es ist ein cooles System einfach, die Figuren. Ich wiederhole mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen, aber die Leute, die vielleicht dieses Video nicht gesehen haben, es ist, die Figuren Sebastian kommen fertig. Wird's euch verlinken. Die Figuren kommen fertig aufs Feld. Also man nimmt sie aus der Box, stellt sie auf ihr Einheiten-Tray und sie sind fertig. Also man muss nichts zusammenbauen, man muss nichts kleben. Die Figuren sind an sich fertig. Sie sind je nach Fraktion haben sie eine andere Farbe. Das heißt, man könnte sich theoretisch, wenn man Nein, das kann man nicht. Nein, natürlich nicht, wenn man ein bisschen faul ist. Wenn man gleich losspielen will, hat man eine Entschuldigung, sie nicht zu bemalen. Aber aus der Box losspielen, das ist eben ein großer Vorteil von diesem System, das nicht zusammenbauen. Während man auf die Lieferung Farben wartet, kann man schon. Die einzige Ausrede. Okay, und wie spielt sich jetzt da? Ne? Alternierend, jetzt hatten wir das Kings of War, wo wir dieses Klassische hatten und hier das. Genau, also hier ist auch. Ich aktiviere eine Einheit, egal ob die jetzt am Feld steht oder in irgendeinem Forum und hier diskutiert oder sowas und Intrigen spinnt, Drohbrief verschreibt oder ähnliches, ist Aktivierung am Feld oder Aktivierung neben dem Feld, nenne ich es jetzt einfach, ist genauso eine Aktivierung. Dann ist der Gegner dran. Dann bleiben halt die Truppen stehen, während halt der Politiker agiert. Genau. Ja? Wie spielt sich das dann jetzt in der Praxis? Ist das meistens ein Abtausch der Politiker? Jeder bufft oder debufft jetzt die verschiedenen Einheiten und dann gehen erst die Armeen aufeinander los oder wechselt das? Das wechselt dann natürlich ab. Ja. Es kann natürlich auch sein, zum Beispiel, dass immer ein Politiker jetzt sagt, kannst genauso eine freie Attacke triggern, zum Beispiel mit einem Politiker. Das ist einfach zum Beispiel jetzt eine Bogenschützeneinheit einfach einmal zusätzlich in dieser Runde schießen kann. Ja. Also hier wird auch beides angewandt. Genau, gibt es keine bessere oder schlechtere Wahl. Das gibt es nicht, weil meistens, es hat sich eingebürgert, dass man mit mindestens zwei Politikern spielt, lieber drei. Warum? Weil doch die Effekte neben dem Feld sehr stark sein können. Und weil... Also man braucht einen Konter aus der Politiker oder genau, aus der Sideboard-Fraktion. Genau. Wenn der einen riesen Buff macht, brauche ich doch noch wen, der sagt... Genau. Also es sind auch, man kann ja genauso Einheiten heilen, zum Beispiel mit so einem Politiker, also einfach wieder Truppen zuschicken. Oder, es ist, unter zwei würde ich nicht spielen, weil sie sind einfach ziemlich gut, auch wenn ich jetzt quasi eine komplette Einheit nicht am Feld damit stehen habe, weil der Politiker vielleicht genauso viele Punkte kostet wie seine Schwertkämpfer-Einheit. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, ja. Also es zählt ja genauso als Aktivierung. Und die Möglichkeit, ohne Politiker zu spielen. Kann man schon, ich würde es nicht empfehlen. Ich würde es nicht empfehlen, weil man dann dem Gegner nämlich die Möglichkeit bietet, dass er einfach freie Auswahl hat aus allen verschiedenen Aktionen, die sein Politiker machen kann. Und das will man nicht. Cool. Ja. Darf ich dann noch eine Sache fragen? Und zwar, die alternierende Aktivierung, die wird irgendwo unterbrochen, gibt's das? Ausgelöst durch Politik oder ist es rein alterniert? Es ist rein alterniert. Also, es kann natürlich sein, also der Politiker setzt sich zum Beispiel aufs Pferd und damit darf sich eine Einheit am Feld bewegen. Mhm. Das kann gemacht werden, damit es quasi eine freie Aktion getriggert. Aber sonst nicht. Sonst nicht, nein. Also es gibt jetzt... Nein, gibt's nicht, klar. Gibt's nicht. Sprechen wir kurz über die Turniertauglichkeit auch noch. Auf jeden Fall Turniertauglichkeit. Es ist ein meiner Meinung nach ein sehr gebalancedes Spiel. Die Regeln sind sehr, sehr einfach. Es ist so ein typisches Spiel, easy to learn, hard to master. Mhm. Ja. Gut. Lass mal schauen, was sagt denn die Liste noch? Was haben wir? Drop Zone, Commander, ja gut.
Damals leider kein Modell hier, das wäre jetzt das Gegenteil von dem Ding, ja. Das wäre der 10mm Maßstab. Leider ist mir das vorher da rausgefallen aus dem Hosensack, weil es so klein ist, jetzt ist nicht da. Ein Spiel, das ich besonders liebe, irgendwann werden wir dazu auch ein Video noch machen. Wie funktioniert das da? Man stellt, und das mag jetzt ein bisschen in Apokalypse-Richtung gehen, verschiedene Kampfgruppen zusammen, die jede für sich aktiviert wird, diese dann aber alternierend. Und innerhalb einer Kampfgruppe gibt es dann verschiedene Einheiten, die bestehen wieder aus zum Beispiel 4 Panzern, die unterstützt werden von Infanterie, die zusammen mit Truppentransportern unterwegs sind, und die haben noch Landungsschiffe, die sie ins Spiel bringen, und vielleicht einen Kampfbomber, der irgendwo abräumt. Die müssen auch nicht einmal als Kampfgruppe beieinander sein, sondern nur als Trupps. Also die Panzer müssen beieinander stehen bleiben, der Bomber kann irgendwo anders Unruhe stiften. Gut balanciert. Es gibt keinen Alpha-Schlag meiner Meinung nach. Missionsorientiert. Coole Minis. Geile Fraktionen. Ich liebe es, ich liebe es. Aber es ist auch schneller bemalt, weil die Figuren einfach so klein sind. Weil sie sehr klein sind. Weil es halt große Flächen auch sind auf den kleinen Figuren. Das heißt, man gibt sich manchmal den Wahnsinn, wie bei mir Laserpunkte einzubauen für den Raketenwerfer, aber das muss man ja nicht tun. Ja, dieses Alternierende ist natürlich schon schön, weil man sucht sich immer aus, welche Einheit möchte ich jetzt aktivieren, und es geht schon in Kategorien. Ich habe eine Unterstützungseinheit, ich habe eine Frontkampfgruppe, das ist meistens die Infanterie, und ich habe meine Panzerkampfgruppen oder meine Unterstützungseinheiten, und Dropzone spielt mit sehr viel Luftlandung, um die Bewegung auf dem Spielfeld aufrechtzuerhalten. Wann aktiviere ich meine Flugabwehr? Ist die aktiviert, na, dann haben die anderen manchmal schon ein leichteres Spiel, Truppen zu verlegen. Aktiviere ich die Flugabwehr nur so, dass ich sie wohin bewege, aber nicht schieße, dann kann ich reaktiv bleiben. Dann habe ich quasi eine Unterbrechung im Zug des Gegners, die gibt es schon, aber ich schieße dafür schlechter, weil reaktiv. Und vor allem, wann bringe ich meine Infanterie ins Spiel? Ja? Weil die müssen die Missionsziele holen, die müssen in die Gebäude rein. Man hat viel Varianz, und es ist ja auf dem Spielfeld quasi, da das sehr groß ist, das Schlachtfeld, durch den kleinen Maßstab ist an vielen Stellen viel los. Ja? Also da gibt es quasi die eine Schlacht hier, die andere da, und manchmal plötzlich die Artillerie ganz woanders rüber. Bringt eine eigene Dynamik hinein. Das Alternierende gefällt mir sehr gut. Ich finde die Spielfelder auch cool. Ich habe das einmal bei dir gesehen auf der Comic-Con vor 2 Jahren. Ja. Mit diesen ganzen Hochhäusern, das fand ich gar nicht ganz cool. Genau, meistens wird es in diesen Stadtkampfsituationen gespielt. Das kannst du aber auch auf der Wald- und Wiesenplatte spielen. Ja, gibt es auch. Wird nur sehr viel weniger gesehen. Auch sehr gut. Ist eigentlich turniertauglich. Es gibt sehr viele Turniere, nur nicht in Österreich. In Europa eher weniger. Es ist auch ein US-amerikanisches Phänomen, was ich da sehe. Meistens irgendwo in Texas oder in Kalifornien, dass die da riesen Conventions haben, wo das dann passiert. Ja, also ist definitiv dabei, ist aber nicht im Skirmisher-Sektor unterwegs. Also das muss ich da jetzt auch einmal sagen. Ja, das wäre Dropzone. Ich glaube, wir sind. Ein alternierendes System habe ich noch, den ich aufgeschrieben habe, und zwar Test of Honor. Das ist ein. Auch ja, so, es Samurai, ist, ne? Ja, es ist so ein Samurai-Spiel historisch. Also es ist nichts mit Fantasy im Fantasy-Setting. Das ist mal was anderes, ne? Genau. habe ich mal kurz so mit der Maus ausgerutscht. Über Nacht sehr viel bestellt, sehr viel Gelände bestellt, begonnen zu bemalen und dann alles verkauft, so viel haben. Ja. Warum? Erklär das. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe niemanden gewundert. Ich habe gedacht, ich mache jetzt nicht doch ein System anfangen. Also deine System. Das habe ich natürlich, hätte ich natürlich vorher überlegen sollen eigentlich, aber ja, man kennt das Problem vielleicht. Ja, okay. Gut. Und hier ist das Aktivierungssystem auch ganz cool. Du hast eben diese Helden, die Samurai zum Beispiel, und du hast die Truppen. Und du hast für jede dieser Einheiten hast du einen Token, also einen Heldentoken oder einen Truppentoken. Und beide Spieler hauen diese Token, je nachdem was sie halt aufgestellt haben, in einen Sackerl rein und ziehen dann daraus. Und diese Einheit wird dann aktiviert. Also steht jetzt nicht die Kampfgruppe A oder Kampfgruppe B, sondern es steht wirklich halt nur Infanterieeinheit. Das heißt, ich aktiviere irgendeine von meinen Infanterieeinheiten und die macht halt ihre Aktionen. Dann zieht der Gegner aus dem Sackerl und diese Token werden halt rausgenommen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Token zieht, den man nicht einsetzen kann, weil es sind ja auch die Token vom Gegner drinnen, zieht man halt nochmal. Fand ich ein sehr cooles Aktivierungssystem, weil es einfach sehr zufällig eigentlich ist. Ich glaube auch, dass, wie heißt das schnell, Bolt Gun. Nein,
Nein, Bolt Action. Entschuldigung, Bolt Action auch ähnlich funktioniert mit so einem Aktivierungssystem, aber da bin ich bisschen da zu gibt's wenig, diese Würfel, die du ziehst, ja? Da bin ich zu wenig bewandert, also da kenne ich jetzt nicht aus. Da will ich jetzt nicht drüber reden, aber ich glaube, hier funktioniert es ähnlich mit solchen Ziehen und die Einheit wird dann aktiviert. Und auch, glaube ich, bei... Also, aber damit ist ein bisschen ein Chaos-Faktor eingebaut. Genau, ja. Okay. Und auch bei Star Wars Legion. Hängt es mir nicht drauf auf, aber ich glaube, hier funktioniert es auch so. Da hat man auch so Unterstützungseinheiten, Spezialeinheiten, Truppen, Helden und sowas. Und jeder hat einen Token, einen bestimmten, und dann haut man auch einen Sackerl rein, zieht den und das wird aktiviert. Aber ich glaube, man kann auch mehrmals ziehen oder sowas. Aber ja, du hast dich unter Tränen von diesem Spiel getrennt, aber was hältst du jetzt von dieser Systematik an? Also von welcher? Mit dem Beutelchen, wo ich quasi ein bisschen in die Backbox hineingreife. Ich fand es eigentlich ganz cool, diese Zufallsaktivierung, muss ich sagen. Also, fände ich ganz cool. Was für einen Effekt hat sie auf das Spiel? Versteckst du dich dann doch mehr? Also gibt es dann weniger das Aggressive? Ich habe es halt nie gespielt, ja. Ich kann es halt nicht sagen. Ich habe die Regeln gelesen, ich habe Figuren bemalt, ich habe sie jetzt gekauft und dann wieder verkauft. Okay. Dann breiten wir hierüber jetzt ein bisschen den Mantel des Schweigens. Wir haben es erwähnt, da gibt es noch mehr, ja, also bitte keine Vollständigkeit. Wir sprechen halt nur über die Systeme, die wir selbst aktiv oder weniger aktiv spielen. Ja, die wir ein bisschen kennen halt. Genau. Aber uns ist bewusst, es gabert noch mehr. Ja. Das wäre jetzt mal das Alternierende gewesen. Genau. Ne? Dann haben wir hier eine Kategorie, wir nennen sie Hybridaktivierung, weil man hier jetzt nicht sagen kann, oh, es ist eine komplexe Aktivierung, es ist eine Einzelaktivierung, weil es ein Mischmasch ist. Dann, nachdem ich gerade geredet habe, redest du mal über Infinity the Game. Okay. Ja. Corvus Belli, spanische Spieleschmiede. Sehr sympathisch, muss ich sagen, haben gleich eine ganze Welt dazu geschaffen. Infinity the Game, das ist das Spiel, das verlangt eigentlich einen Universitätsabschluss in der Regelkenntnis. Das ist das, was ich jetzt mal ein bisschen als ein Problem daran sehen würde. Sie arbeiten daran, es etwas leichter und zugänglicher zu machen. Ja? Dumm blinkt. Wir lassen es blinken. Wir lassen es blinken, okay. Sie arbeiten daran, es zugänglicher zu machen. Sie haben auch eine Einsteiger-Variante gemacht. Also es geht schon. Ja. Man muss es halt regelmäßig spielen. Das ist mein Eindruck. Das ist auch ein bisschen mein großes Minus an dem Spiel. Wir haben Turniere dazu veranstaltet. Nach 3 Partien an einem Abend bist du fix und fertig. Also ich war es zumindest immer. Ja. Du hast mir schon mal erzählt, man braucht einen Abschluss in Infinity. Ja, definitiv. Ja, ich glaube, da gibt es irgendwo eine Uni, wo man das machen kann. Wie funktioniert das dort? Das ist ja sehr interessant. Man stellt sich anhand von 2 Punktekategorien, also für Punktekosten für Einheiten und Punktekosten für Spezialausrüstung, die diese Einheiten haben können, einen Trupp zusammen. Das ist ein typischer Skirmisher. Es gibt Fraktionen, die sind Low-Tech, die haben mehr Einheiten am Spielfeld. US Ariadna zum Beispiel, die sind ziemliche Würstel, meiner Meinung nach, Florian. Ja. Und dann gibt es Einheiten, die sind absolut super modern, überdrüber, tech-lastige Mistviecher. Panozeania, ja. Servus, schöne Grüße nach Deutschland. Man hat die dann zusammengestellt. Es ist ein missionsbasierendes Spiel und die Einheiten generieren einen Pool an Befehlen. Da gibt es reguläre Befehle, irreguläre Befehle und dann, glaube ich, so neutrale Befehle. Ich weiß jetzt nicht, wie die gelben heißen. Und ich gebe diese Befehle aus, um meine Einheiten zu aktivieren. Dabei kann ich sagen, von meinen 7 Befehlen verwende ich alle 7 Befehle, um ein einzelnes Modell 7 Mal zu aktivieren. Mhm. Wobei es mehrere Aktivierungsschritte gibt, also zum Beispiel bewegen und kämpfen oder bewegen und hacken oder hacken und bewegen und sowas. Mhm. Das ist eine Einheit, die bewegt wird. Dann gibt es dabei aber manchmal gedoppelte Einheiten, weil die als Duo kämpfen. Mhm. Dann gibt es sogenannte Link Teams, also quasi Kampfgruppen, wo es einen Truppkommandanten gibt. Solange der funktioniert, agieren die anderen mit ihm mit. Mhm. Dann können bis zu 5 Modelle gemeinsam aktiviert werden. Dann gibt es noch so kleine Unterstützungsbots, also so quasi Roboter, die einem einen Schildgenerator geben oder einen Hackerbonus geben oder die man wohin wegschicken kann. Die werden mit einer Einheit mit aktiviert. Klingt es kompliziert? Okay. Ihr seht, warum es Hybridaktivierung genannt wird. Ja, und noch mehr. Ja, oder der, wie heißt diese Wölfe und diese Hybridwölfe, die dann von einem kontrolliert werden. Oder von Zhu Jing, die Kamikaze-Einheiten, die von einem Wappler mit seinem quasi Kontrollhelm irgendwo in den Tod geschickt werden, um dort als lebender Zielmarker für Raketen zu dienen. Da gibt es alle Optionen eigentlich, ja. Ist es jetzt alternierend? Ist es das nicht? Fragt euch. Es gibt nämlich noch eine Spielmechanik, nämlich
Ich als Spieler aktiviere meine Einheit, aber, und damit macht auch Infinity der Game Werbung, es ist auch der andere Spieler nämlich dran, weil eine Einheit, die mich sieht, kann darauf reagieren. Also, mein Soldat bewegt sich ins Offene und der andere sieht ihn. Und der sagt dann, haha, ich sehe dich. Und ich sage, toll, ja, was tust du? Ja, ich schieße auf dich. Und dann kommt meine zweite Teilaktivierung und ich sage, okay, ich schieße auf dich zurück oder ich hüpfe zur Seite, um deinem Schuss auszuweichen. Oder ich bin tapfer und glaube, meine Rüstung hält mich und ich drücke den Knopf auf der Konsole, weil ich dann das Spiel gewinne. Oder das Raumschiff abstürzt oder irgendwas. Hybrid. Es hat alles, ja. Ich höre auch sehr viel Begeisterung und Wut in deiner... Irgendwie, es löst Emotionen aus. Infinity ist wirklich was Eigenes. Das muss man ihnen lassen. Auf die Idee muss man mal kommen. Sie betreuen es gut. Sie haben endgeile Modelle. Also ich glaube, jeder findet was vom komischen Manga-Äffchen, bei dem ich mich nicht so daheim finde, bis zum gepanzerten Monster. Es hat alles so ein bisschen einen Manga-Touch, das muss ich jetzt schon sagen. Also man muss das ein bisschen mögen. Bis hin zu irgendwelchen Bestien und gehäuteten Aliens, die einen angreifen. Es ist alles da. Ja, aber es ist alles und auch nichts und es ist so einfach und doch so schwer und es ist so schön und manchmal doch auch so frustrierend. Es kann was, ja, es ist was. Ein typisches Hybridsystem. Da gibt es aber noch andere, nämlich, jetzt schieben wir mal wieder ein Modell vor. Hexenkönig hier. Genau, hier kennt ihr es. Ein System, das ich für mich vor kurzem wiederentdeckt habe. Eine alte Liebe neu entdeckt. Ja, genau, eine alte Liebe neu entdeckt, genau. Es hat immer geglost und jetzt ist wieder ein Feuer entfacht. Ach, schön, schön. Herr der Ringe, also das Middle-Earth Strategy Battle Game heißt es jetzt offiziell. Zuerst halt Herr der Ringe, dann Hobbit und jetzt eben so. Hier haben wir auch eine Hybrid-Aktivierung. Und zwar hier sind die Phasen unterteilt in, bei den Spielern. Spieler A, wenn man würfelt, hat jedes Mal am Anfang der Runde wegen Initiative und der Spieler hat dann die Initiative und darf Sachen zuerst machen. Hier hat auch Spieler A zuerst seine Bewegung, danach darf Spieler B seine Bewegung machen, dann darf Spieler A schießen, B schießen und dann gibt es eine gemeinsame Nahkampfphase, wo jeder Kampf einzeln ausgewürfelt wird und der darf dann hinhauen und der andere muss einstecken. Und danach wird wieder Initiative gewürfelt und so läuft es weiter. Herr der Ringe ist so ein, auch im Spielsystem, nicht nur in der Aktivierung, ein Hybrid aus Skirmisher und Massensystem. Man interessant, hat, gell? Ja, weil man hat keine Einheitinformationen. Jede Figur kann sich individuell bewegen, aber trotzdem hast du eher viele Figuren am Feld. Also du hast jetzt, außer man spielt eine reine Heldenliste natürlich, aber meistens hat man so 30 bis 50 Figuren maximal am Feld, sag ich mal, bei einer normalen Einheiten, also bei einer Armeegröße. Außer man spielt natürlich Goblinstadt oder sowas, wo man einfach nur Figuren spammt. Aber im Normalfall hast du 30 bis 50 Figuren am Feld stehen. Ich glaube, das Essen ist da, der Lirnberg. Egal. Genau, und hier ist es dadurch auch immer, natürlich, es gibt die Helden. Die Helden haben so Heldentumspunkte. Die hatten sie damals schon, wie das System 2001 rausgekommen ist. Und da hat, glaube ich, 40k ein bisschen was abgekupfert davon. Ressourcenmanagementsystem. Genau, das ist einfach so eine Ressource, die man ausgeben kann, um Sachen zu machen. Das grob gesagt. Das sind dann zum Beispiel so, dass man zum Beispiel die Aktivierung unterbrechen darf und mit einem Helden und allen Leuten innerhalb von 6 Zoll Sachen zuerst machen darf. Und eben da ein bisschen den Nachteil, dass man nicht die Initiative hat, aufzuheben und eben mit seinem Helden einen heroischen Ansturm durchzuführen zum Beispiel. Finde ich sehr cool und vor allem, so das ist jetzt ein bisschen nicht mehr ein Aktivierungssystem, aber es ist halt eskaliert nicht so. Es sterben nicht massenhaft Leute wie bei 40k oder sowas, dass man Sachen gar nicht mehr verwenden kann so, und dass die gar nicht aktiviert werden. Es ist alles sehr, sehr am Boden gehalten. Das finde ich sehr schön an dem System. Das gefällt dir. Das gefällt mir. Genau. Kurze Frage: Was für einen Effekt hat dort dieses Aktivierungssystem? Turniertauglichkeit, rätselmäßig, Masse, Klasse, Alpha-Schlag? Alpha-Schlag sehe ich hier nicht. Es gibt eine Beschussbegrenzung von 33%, das heißt maximal 33% der Kriegermodelle dürfen mit Bogen ausgerüstet werden. Und dann gibt es noch Legolas. Das ist ein Held, genau, der zählt nicht dazu. Es gibt auch die Dunedain, das ist eine reine Heldenliste, da darf jeder einen Bogen haben. Es gibt auch ein paar andere Listen, die komplett mit Bögen ausgerüstet werden dürfen, das ist aber dann eher so eine Ausnahme. Aber selbst hier verwunde ich zum Beispiel nur auf die 5+ oder sowas. Also, es ist einfach nicht so, es dominiert nicht so der Beschuss.
Ja, es wird noch Battle Reports davon geben. Ja. Na, da kann man sich dann einen Eindruck machen. Genau. Ja. Gut, das waren jetzt die Hybrid-Systeme. Das waren die Hybride. Und dann haben wir noch ein System, das wir gespielt haben beide, und zwar das ist X-Wing. Wir haben es jetzt genannt, das Initiativsystem. Es war nämlich kein wirkliches Hybrid-System. Es war nicht wirklich einteilbar, deswegen haben wir eine eigene Kategorie, das Initiativsystem. Hier hatte nämlich jedes Raumschiff, je nachdem auch wer drinnen sitzt, weil es gab ja diese Raumschiffe mit verschiedenen Piloten, hat dieser Pilot eine Initiative gehabt, oder hat das Initiative geheißen? Ich glaube schon. Ein Pilotenwert, Initiativewert und nachdem... Aktivierungswert, irgendwas. Ja, keine Ahnung. Wir haben schon lange nicht mehr gespielt, wir haben nur die erste Edition gespielt. Aktuell ist die zweite draußen. Hier gab es eben diesen Pilotenwert und man hat geschaut, okay, wer hat den höchsten Pilotenwert. Der hat dann zuletzt aktiviert, glaube ich. Genau, ja. Genau, also zuerst haben die mit dem niedrigsten Wert begonnen zu aktivieren. Müssen. Das, glaube ich, war, und du bewegst hier, zuerst einmal die niedrigsten. Genau, und hier ist auch abgewechselt worden, halt Initiative 4 Hausnummer ist jetzt angekommen, dann ist Initiative 5 angekommen und so weiter, bis eben 9 und dann durften sie schießen. Und dann kommt die Schussphase. Zuerst war bewegen, dann war schießen und da war dann praktisch wieder rückwärts aufgerollt. Das heißt, genau. Die guten Flieger konnten sich zuletzt bewegen, konnten sich quasi noch entscheiden, okay, wie fliege ich. Naja, das konnten sie nicht. Stimmt, das haben nicht dieses Wahlrad. Genau, das war ganz cool. Du musst vorplanen, aber wenn dann Überschneidungen bei den Bases waren, weil es zählt nicht nur das Modell, sondern das Base, dann wurden die zurückgeschoben. Genau, ja. Naja, also hat das schon eine Relevanz. Ich überlege gerade, ob es sonst noch eine hatte, aber die Bewegung war schon wichtig eben. Ja, die Bewegung. Aber jedenfalls, du hast. Ja, du hast auch hast du einen Nachteil, wenn du zuerst bewegst? Den sehe ich jetzt gerade nämlich nicht wirklich. Ja. Es gab schon aber sowas, es gibt bestimmte besondere Piloten hat es gegeben, die haben dann zum Beispiel anderen einen Bonus gegeben in Reichweite 1 oder sowas, die konnten dann mit aktivieren. Dann wurde dann der schwache Pilotenwert durch einen Gruppenführer wieder. Und natürlich wenn du zuletzt aktiviert. Und wenn der weggeschossen ist. Der letzte war es, der sich bewegt hat und erst bis der schießt, hast du natürlich den Vorteil, dass du eventuell den Gegner wegschießt, bevor er dran ist. Bevor er es tut, genau. Ja. Aber du bist ja auch schneller, weil du ein besserer Pilot bist. Also, das war du schon, zahlst mehr für diesen Kerl. Das hat mehr gezahlt, das war ganz sinnvoll auch. Ja. War ein sehr cooles System, muss ich sagen. Ich habe es auch damals sehr intensiv gespielt. Sehr einsteigerfreundlich. Es ist sehr einsteigerfreundlich. Es ist sogar bemalt nämlich. Ja, also ich habe zu den hat mich nicht davon abgehalten, meine Figur trotzdem zu bemalen. Weil ich einfach meine eigenen bemalt, wie zum Beispiel hier, weil das ist ja nicht die Slave One, sondern das ist ein Flieger mit einem frei erfundenen Bemalschema. Damals hat bei uns in Wien der Iceface, der Serkan, das sehr in die Hand genommen und hat da wirklich regelmäßig Turniere veranstaltet und einfach die Community aufgebaut. Irgendwann bin ich noch ausgestiegen, nach ein, zwei Jahren oder sowas. Und es ist einfach es gab für mich, diese Wellen, hast du genau, es gab immer diese Wellen und immer neue Flieger und die alten wurden damit einfach schlechter, weil die neuen immer besser waren. Also pay to win irgendwie, das ist schon schade. Ja, ein bisschen du schon. Musst natürlich die neuen kaufen, natürlich wolltest du, es gab drei Fraktionen, es gab ja die Imperium, es gab Rebellen und es gab die Scum and Villainy, das war eher so meine Fraktion. Lass dich da einfühlen. Ja, aber trotzdem wolltest du natürlich alle Aufwertungskarten haben. Natürlich hast du da dann alle. Also in meinem Fall für den Protonentorpedo hast du dann was von den Imperialen quasi gekauft, weil das diese, Kärtchen dabei genau, weil diese Einheiten, Aufwertungskarten waren neutral, die konntest du jedem, also fast jedem dann dazu, je nachdem was ich im Slot hatte, dazu kaufen und dadurch hast du dann wieder sowieso alles, also in meinem Fall sowieso alles gehabt. Und danach kam eben dieser Editionswechsel, wo diese ganzen Karten nutzlos waren, weil dann gab es eben dieses, da gab es so ein Converter-Paket für alle Fraktionen, wo die neuen Einheitenkarten drin waren, wo neue Aufwertungskarten drin waren. Und man muss jetzt aber sagen, diesen Wechsel gibt schon noch Armee-Generatoren dazu, oder wo mir wurscht ist, wie viele Karten ich habe, dann drucke ich mir es halt auf Papieren aus. Ne? Ja, schon, ja, das stimmt schon, ja. Aber man liebt halt die Karten, die man mitbekommt. Genau, ne? Und also mit diesem, also die Editionswechsel habe ich dann auch nicht mehr mitgemacht. Es gab dann noch das Armada. Das habe ich zweimal, glaube ich, mit einem Freund gespielt, aber da könnte ich jetzt auch nicht mehr sagen, das war schon länger her. Ja. Wie es dort läuft. Genau. Aber eine schöne Systematik dieser Initiative. Genau, ist gut. Wir kennen es auch aus anderen Spielprinzipien. Das gibt es auch im Brettspiel, das gibt es auch im Rollenspiel. Das wollen wir jetzt gar nicht eingehen, aber das ist nicht nur so alleine da, wie jetzt dieser eine Raumjäger steht. Und natürlich hat es den Bonus gehabt bei Star Wars. Ist. Also Ja. Also da muss ich eher bei mir aufpassen. Star Wars Legion schaut immer wieder so um die Ecke.
Hallo. Ja, ja. Und sagt so leise Hallo, solange Skaven Villain als eigene Fraktion noch nicht rauskommt, bin ich jetzt noch nicht so gefährdet, aber wenn dann wirklich, ich meine, es gibt schon eine Mandalorianer-Einheit, aber ja. Jetzt könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wann wird Basti schwach? Also, gebt uns einen Timer, ja. Schreibt das Monat hin, in dem ihr denkt, er hat es sich gesagt. Ja. Ich glaube, das war jetzt mal der Überblick, den wir uns hier verschafft haben. Natürlich würden uns auch noch eure Meinungen interessieren zu den Aktivierungssystemen. Warum interessiert euch das System, das ihr habt, und dessen Aktivierungssystem so? Im Hinblick auf findet ihr es fair? Ja. Findet ihr es unfair? Ist es euch wurscht und ihr wollt es einfach nur spielen? Auch vielleicht auch Systeme, die wir jetzt nicht genannt haben, würden uns natürlich interessieren, wie es da abläuft. Vielleicht auch komplett, die überhaupt nicht in unsere fünf Sparten hier passen. Also du hast quasi jetzt gerade verraten, manchmal ist es der Fluff, der dich dazu bewegt, genau, etwas zu nehmen. Star Wars und Herr der Ringe sind sowieso große IPs, die mich sowieso immer triggern. Also. Kann es aber auch das Initiative-System sein oder das alternierende Aktivierungssystem oder einfach wie auch immer die Aktivierung läuft. Ist das ein Grund, in ein Spielsystem einzusteigen oder eines abzulehnen? Hm? Wie schaut es da aus? Ja. Also bei mir war es bei Frostgrave ein großer Pluspunkt, weil es eben für mich eine neue Initiative-Aktivierung war. Weil es für mich ein sehr faires System war. Die Frage, was jetzt das veraltete System ist oder das State of the Art oder ob es das überhaupt gibt, die konnten wir jetzt nicht lösen. Kann man eigentlich so sagen. Kann man auch nicht. Also meiner Meinung nach ist halt 40k ein veraltetes System, aber. Schreibt in die Kommentare, wann Basti zurückkehrt zu 40k. Ja. Wahrscheinlich, wenn da irgendwas Neues passiert. Wir hoffen auf jeden Fall, dass das ein netter Input war, dieses Plaudervideo. Eure Meinung ist, wie schon mehrfach jetzt gesagt, gefragt. Wenn ihr mehr davon wollt, schreibt uns das. Wenn ihr die Nase genug voll davon habt, schreibt uns das. Vielen herzlichen Dank. Folgt uns und besucht uns. Und mehr zu uns findet ihr auf www.wulpertinger.at. Einen schönen Abend, ihr drei.